also ich habe da zum ersten Mal gespürt, dass da was anderes sich ansagt in den Beziehungen von Menschen untereinander, nämlich ein hierarchiefreier, kooperativer Umgang. Es waren einfach so Momente, wo du dich einfach so im absoluten Hier und Jetzt, im Moment gefangen, mit auf so einer wahnsinnigen Euphoriewelle reitend, so eine große Gemeinschaft gebildet hast irgendwie. Das war ja am Anfang auch tatsächlich sehr grenzüberschreitend, was jetzt irgendwelche sozialen Statusse oder ähnliches anging irgendwie. Da hat ja wirklich die dumpfste Nuss neben dem gebildetsten Akademiker getanzt irgendwie und alle haben sich lieb gehabt irgendwie. Also es war wirklich eine große Familie am Anfang. Es war natürlich auch, irgendwann stellst du fest, dass es auch eine Illusion ist, bis zu einem gewissen Grad. Aber es war trotzdem eine teilweise wirklich spirituelle Erfahrung, die man da gemacht hat, für mich. Also die ersten 2 Jahre waren definitiv so eine Art persönliches Dauer-Woodstock für mich. Wenn ich mal umschaue, es gab ja eigentlich keinen VIP-Floor oder sowas. Es gab auch keine Backstage. Sicherlich gibt es einen Raum oder so, wo da mal ein Sofa stand und da hat sich mal irgendein Künstler hin verdrückt, aber es gab gerade auch nicht wie heutzutage diese Geldmacherei auch mit diesem VIP-Ticket, Backstage, ich bin besser als du, ich habe hier ein Bändchen Kram, das gab es hier einfach nicht. Also hier standen Richie Horton genauso da drüben an der Theke, bevor er gespielt hat, wie der normale Raver daneben und that's it. Und das halte ich auch heutzutage immer noch für wichtig. Also. Egal, ob ich in Frankfurt bin oder in Berlin oder sonst wo, plötzlich im Café, im Restaurant, irgendwo im Museum neulich, kommt einer, hey, sag mal, bist du nicht der Henner? Das heißt, es gibt immer noch sowas wie, wir gehörten zum Stammheim. Wir waren das Stammheim. Nicht wir sind auf ein Konzert gegangen, wir sind tanzen gegangen in eine Disco, sondern wir waren das Stammheim. Und Leute haben sich ja selber auch als Heimkinder bezeichnet. Eigentlich, wenn man das jetzt mal so, den Begriff einfach nur so nimmt, ne? Also in dem, wie es in der normalen Welt gebraucht wird, also ist man mit Sicherheit keiner darauf stolz, ein Heimkind zu sein, da schon. Also, was ja zeigt, wie sehr sie sich da als Teil von gefühlt haben. Wonderful group of people. Just full of energy. Just felt so good. It was colorful. A lot of people say they don't like ravers and stuff like that, but I'm sorry, I love it. You saw people with just every walk of life. I just loved it, you know. You can see people with stuff in their hair, little colorful things, big trousers. I just loved it. That just brought more character to the place. They were just simply amazing. Faktoren zusammengespielt. Das war der grundsätzliche Vibe. Die komplette Crew, die das Ding irgendwie am Laufen laufen ließ oder organisiert hat, wo du dich manchmal gewundert hast, dass es funktioniert hat, wenn du die Leute kennengelernt hast, wie lustig und nett die waren, aber teilweise auch völlig irgendwie so in den Tag hineingelebt haben. Aber das hat auch den Vibe da ausgemacht irgendwie. Und es hat trotzdem war da immer noch irgendjemand, der klar war und der wusste, wir müssen uns darum kümmern und darum kümmern. Und dann hat es funktioniert irgendwie. Die Gäste wurden nicht als zahlendes Volk dargestellt. Sie wurden irgendwie mit versucht, in die Geschichte zu integrieren. Zum Beispiel bei dem 99-Flyer, wo dann gesagt wurde, ja, wir brauchen euch und bitte seid wenigstens ein bisschen leiser auf dem Parkplatz. Und
Danke an die Behörden, also irgendwie, dass zumindest versucht wurde, die Leute mit zu integrieren. Das hat bei jedem eigentlich dieses Gefühl hervorgerufen, ich gehöre dazu. Damals Olli, auch noch als Geschäftsführer, war dann natürlich selber ein großer drin. Also einfach aus Spaß an der Sache, ist klar, so irgendwann morgens um 7 und wenn man dann ordentlich einen im Tee hat, dann ist einem völlig egal, ob diese Kiste Jägermeister, die man jetzt hier selber natürlich eingekauft hat, ob die jetzt für null oder für Geld rausgeht, ne? Und dann wurde sich halt auf die Theke gestellt und beliebt gemacht, indem man das Zeug verschenkt. Your mind clears. Große Gemeinschaftsgefühl im Stammheim war natürlich erstmal, dass sehr, sehr viele Leute von weit her angereist kamen. Das heißt, jeder hatte schon eine Geschichte, wie er überhaupt zu dem Laden gekommen ist. Das heißt, sei es mit dem Zug, und also ich bin immer Zug gefahren und es war im Zug schon immer eine große Aktion gewesen, die ganzen Leute da zu treffen und am Hauptbahnhof zu stehen, seine Sachen einzuschließen und alle Leute da von McDonald's zu sehen, die aus allen möglichen Städten Deutschlands zusammengekommen sind. And this time, like I said, it was like really bad. It was like, was it a snowstorm or something? It was something. Something where the flights couldn't go and the people still came. And I just remember one time it was just really cold. Everybody came. And it was like thousands and thousands of people just outside trying to get in. And it was like early in the morning, people still in line to get in. They just didn't care. We just want to get in there.